Moin liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen. Ja, wir haben es Ende Oktober und die Tage werden immer kälter. Solche Kübelpflanzen wie die hier vor mir, die halten das ja bis zu einem gewissen Punkt aus, aber so ab 0 Grad und dann darunter, da wird es kritisch. Deswegen muss ich die jetzt irgendwie für den Winter vorbereiten. Ich habe da auch was bekommen und das zeige ich euch jetzt. Einmal Nummer 1. So, ein bisschen Platz machen. Das ist schwer. Und Nummer 2. Ja, die beiden Pakete habe ich hier von der Firma Biogreen bekommen. Und was sich darin befindet, das werdet ihr gleich sehen. Dafür müssen wir erstmal raus, weil hier kann ich das Ganze nicht aufbauen. Also kommt mal mit. So, bevor ich das, was in den Paketen drin ist, aufbaue, muss ich erstmal hinter mir hier aufräumen. Also los geht's. So, und da ist es passiert, die Technik streikt, macht aber nichts, ich kann ja alles nachvertonen, keine Sorge, der Sound kommt wieder. Hier ist das Paket, das öffne ich jetzt gerade mit der Rosenschere ganz vorsichtig. So, jetzt wird das Video so ein bisschen vorgespult. Geht zack, zack. So, das ist der schicke Karton. Ein mobiles Gewächshaus bzw. Überwinterungszelt von der Firma Biogreen, das Tropical Island XL. Genau. Der Karton wird auch noch aufgemacht, natürlich mit der Rosenschere. So, und fast fertig. Und zum Vorschein kommt eine riesige graue Tasche. Auf jeden Fall sehr praktisch, weil man kann den Inhalt dann später ganz gut irgendwo verstauen. Vielleicht im Schuppen oder in einer Garage. Somit bleibt alles schön trocken, sauber und wird nicht dreckig. So, dann öffne ich mal eben schnell die Tasche und schau mal, was sich da drin befindet. Auf jeden Fall die Bedienungsanleitung. Dann eine Infobroschüre. Eine kleine Postkarte. Fetten Daumen nach oben da lassen. Ja, und das sind gerade die Metallfüße, die ich da raushole. Dann die 18 Metallstangen. Dann natürlich die Heringe und das Seil inklusive der Plane und ja, die Tüte ist leer. Hier schnappe ich mir erstmal jetzt diesen Metallkranz. Da werden jetzt erstmal von mir die ersten 6 Stangen dran gebracht. Ich brauche kein Werkzeug, einfach nur meine beiden Hände. Das ist so ein Klickmechanismus. Wie man es im Video sehen kann, geht relativ fix. So, hier sieht man nochmal ganz schön, wie das Ganze einrastet. Zack. So, dann schnappe ich mir die Plane, öffne erstmal ja, den Reißverschluss, das ist sozusagen die Tür. Und lege die Plane jetzt erstmal grob aus. Ich habe mir dafür eine ebene Fläche ausgesucht, eine Pflasterfläche. Genau, einmal ausbreiten. So, ich nehme euch mal mit rein, dann könnt ihr sehen, was ich hier drinne mache. So, hier haben wir die schwarze Bodenplane. Da oben ist der Ring bzw. der Kranz mit den Anschlüssen. Und hier ist die andere Stange, wo noch die Verlängerung fehlt. Und hier unten kann man das ganz gut erkennen. Hier kommt die Verlängerung rein in die Bodenplane. Hier habe ich die Stange. So. Jetzt muss ich die hier einfach ganz leicht miteinander verbinden. Ich brauche keine Schrauben. Weil dieser Knubbel hier, der rastet gleich hier oben in das Loch ein und dann sitzt das Ganze. So, das Zelt ist fast fertig. Jetzt muss die letzte Stange noch rein, beziehungsweise die Verlängerung. So sieht das Ganze jetzt hier von innen aus. Und drin ist es. Das Tropical Island Zelt werde ich noch mal ganz kurz justieren und dann werden die Füße angebracht und dann bin ich auch fast fertig. Ja, theoretisch ist das Überwinterungszelt jetzt soweit fertig. Hier in der Packung befinden sich noch Heringe, um das ganze Zelt im Boden zu befestigen bzw. zu verankern. Ich habe mich natürlich jetzt hier für die Pflasterfläche entschieden, weil ich hier die ebenste Fläche habe. Auf dem Rasen klappt das bei mir nicht so hundertprozentig, weil er relativ viel Gefälle links und rechts hat. Mit dem Durchmesser würde ich dann nicht hundertprozentig hinkommen, deswegen auch hier. Und ich habe mich vor allen Dingen für den Standort hier entschieden, weil hier in der Nähe im Haus der Stromanschluss natürlich ist. Und hier mit den Seilen kann ich natürlich noch das Zelt
Teil von außen sichern. Wenn es doch jetzt nochmal im Herbst, Winter ordentlich stürmt, dann bin ich hiermit auf der sicheren Seite. Aber jetzt geht es erstmal zu der anderen Sache. Und zwar, was passiert, wenn ich die Pflanzen gleich reinbringe und es dann minus 10 Grad oder minus 15 Grad werden? Dafür habe ich noch was von BioGreen bekommen und das zeige ich euch jetzt. Und das ist das gute Stück. Hier befindet sich jetzt die Palmer Heizung drin. 2 Kilowatt Leistung. Packen wir sie einfach mal aus. So, das ist das gute Stück. Das wird gleich angeschlossen. Das kommt in die Mitte des Überwinterungszelts. Und ich würde sagen, legen wir los. So, dann schmeißen wir das gute Stück mal an. Ja, wie man sehen kann, funktioniert die Palmer Gewächshausheizung hervorragend. Hier innen drin dreht sich der Propeller. Man hört es auch ganz leise. Ich drehe das Ganze mal jetzt auf Heizung auf und die Temperatur drehe ich mal auf Max. Und tatsächlich, es wird auf jeden Fall wärmer. Ich werde mir heute Nachmittag noch ein Thermometer besorgen und das hier mit ins Überwinterungszelt reinsetzen, damit ich ganz genau weiß, wie warm es hier werden kann, wie warm es werden darf für die Pflanzen. Jetzt wird es hier ein bisschen windiger. Man merkt, es wackelt noch alles. Ich habe hier bis auf die Heizung und mich noch nicht viel drin. Deswegen muss ich jetzt die Pflanzen holen und ich würde sagen, los geht's. So, die Pflanzen sind im Zelt drin. Jetzt gehen wir einfach mal rein und schauen, was ich da alles reingepackt habe. So, hier in der Mitte ist der Heizstrahler bzw. die Gewächshausheizung Palmer. Und ja, fangen wir mal hier auf der linken Seite an. Hier in den kleinen Töpfen habe ich ein paar chinesische Hanfpalmen und ein paar Sabalpalmen. Das hier ist eine Schwanenhalsagave. Hier haben wir eine Strelitzie. Hier eine japanische Faserbanane, die Musabasio. Hier in den Töpfen sind auch noch mal ein paar größere Hanfpalmen, die sind ungefähr 3,5 Jahre alt. Hier in der Kiste habe ich so einen Mix aus Priesterpalmen und Sabalpalmen. Hier habe ich sogar eine Dattelpalme. Hier hinter eine chinesische Schirmpalme. Hier in den kleinen Töpfen habe ich lauter Drachenbäume, die kanarischen Drachenbäume. Hier noch eine schöne Agave, die habe ich aus Teneriffa. Die Art weiß ich nicht. Hier ist nochmal ein größeres Exemplar. Hier wieder eine Strelitzie. Hier ist eine Königinpalme. Und dann geht das hier so weiter. Alles relativ ähnliche Pflanzen. Hier vorne wieder ein paar Hanfpalmen. Da drüben ein paar Sabalpalmen. Die mexikanische Sabalpalme, die schafft laut Literatur ungefähr minus 10 Grad. Natürlich nicht im Topf, deswegen habe ich sie jetzt hier im Zelt. Die Hanfpalmen, die schaffen ungefähr minus 16, 17, vielleicht auch mal minus 18 Grad. Aber auch nicht im Topf. Hier ist noch eine Schwanenhalsagave. Und hier wieder ein paar Hanfpalmen. Ja, und hier vorne ist noch ein etwas größerer Drachenbaum. Und hier ist wieder nochmal so ein Mix, also eine kleine Babypalmenschule. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich hatte jetzt noch ein wenig Platz. Aber wie gesagt, es sind eigentlich alle Pflanzen. Ich habe noch bei meinen Schwiegereltern eine ungefähr 2 Meter hohe Priesterpalme. Mal gucken, ob ich die hier auch noch hinbringe. Wer möchte, kann hier oben an der Decke, da wo sich der Kranz befindet, noch eine LED-Leuchte anbringen. Ich glaube, ich mache das dieses Jahr auch noch. Mal gucken, was die Nachbarn sagen. Nicht, dass hier ein paar Mal die Polizei vorsteht. Jetzt werde ich, weil es doch etwas windiger hin und wieder ist, draußen das Zelt erstmal anbinden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Gewächshausheizung ist sogar spritzwassergeschützt nach IPX4. Ich habe hier jetzt die Gießkanne und jetzt muss ich drin noch ein wenig gießen, weil einige Pflanzen sind etwas trocken, also kommt mal mit. So, da hole ich mal schnell noch eine Kanne. Wie man sehen kann, da sind Wassertropfen drauf. Und die Heizung läuft trotzdem. So, das Einzige, was noch fehlt, ist ein Thermostat, das dann ab einer gewissen Temperatur die Heizung einschaltet und auch wieder abschaltet. Ich habe ganz vergessen, ich habe vor knapp 2 Jahren so ein Ding mal gekauft, aber nie in Einsatz gehabt. Ich wollte das eigentlich machen hier für meine Freilandpalmen, die man hier sehen kann.
mit einem Heizkabel, hat sich aber überhaupt nicht irgendwie ergeben, weil der Winter eigentlich in den letzten 2-3 Jahren relativ mild war. Und das heißt, deswegen kann ich jetzt das Thermostat gleich von zu Hause holen und hier installieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, es sind 5 Tage vergangen. Hinter mir steht das Überwinterungszelt immer noch. Als ich vor 5 Tagen dann den UT300, also den Frostwächter, hier an die Steckdose gesteckt habe, hatte ich leider die Kamera nicht dabei. Dafür habe ich sie jetzt dabei und dann schauen wir einfach mal rein, wie es den Pflanzen da drin geht. Bevor ich aber gleich die Reißverschlüsse öffne, zeige ich euch nochmal von außen, wie das Überwinterungszelt befestigt wurde. Ich habe jetzt hier einfach an 5 Punkten die mitgelieferte Schnur angebunden, hier im Rasen. Konnte ich dann mit den mitgelieferten Heringen das alles im Boden befestigen. So sieht das aus. Hier der Oleander im Topf, der konnte noch draußen stehen bleiben, kommt auf jeden Fall auch noch rein. Genau, und das Ganze steht hier noch ordentlich. Hier die Kalamondin, die kennt ihr vielleicht noch aus einem anderen Video. Die kommt auch jetzt über den Winter hier in das Zelt rein und dann öffnen wir einfach mal den Reißverschluss hier. So, das geht ganz fix. Ja, wir sind im Überwinterungszelt nun drin und das ganze Ding hier ist ungefähr 2,80 Meter hoch. Dementsprechend könnten wir auch theoretisch dann 2,80 Meter hohe Kübelpflanzen oder sogar ausgepflanzte Pflanzen überwintern. Warum ausgepflanzte Pflanzen? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar befindet sich hier unten am Boden, ich hoffe man erkennt es, ein Reißverschluss. Und den kompletten Boden, den können wir öffnen. Und dann könnte ich zeige euch das, gehen wir einfach nochmal raus, theoretisch solche Palmen wie die hier vor euch, beziehungsweise vor mir, ja, überwintern. Das ist die Trachycarpus fortunae, die chinesische Hanfpalme. Das heißt, ich würde das ganze Überwinterungszelt einfach hier drüber bauen und den Boden offen lassen. Und ja, den Heizstrahler mit unten reinlegen und dementsprechend könnte dann die Pflanze hier frostfrei überwintern. Bei denen ist es jetzt nicht zwingend notwendig in meiner Region. Wenn ihr aber solche Palmen haben möchtet und ihr wohnt vielleicht ungünstig, da wo es halt stärker friert, häufig dann auch minus 20 Grad werden, da macht auf jeden Fall so ein Überwinterungszelt wie das hier Sinn. Ja, bei uns hier in der Region Osnabrück-Lotte, da hatten wir glaube ich die letzten 10 Jahre keinen einzigen Winter mit mehr als minus 17 oder 18 Grad. Dementsprechend habe ich so ein Überwinterungszelt für die Freilandpalmen nicht benötigt, auf jeden Fall aber für meine Kübelpflanzen. Und deswegen sind die jetzt auch hier hinter mir drin. Wie vorhin erwähnt, habe ich ja vor circa 5 Tagen die Palmer Gewächshausheizung an den Frostwächter angeschlossen, an den UT300. Der schaltet sich ein bzw. liefert Strom, sobald es ja 0 Grad ist und schaltet das Ganze dann aus, sobald die Außentemperatur 5 Grad ist. Schauen wir uns das ganze Ding mal kurz an. Ja, so sieht der Frostwächter aus. Der hat hier so einen kleinen Fühler. Hier ist das Kabel und das führt natürlich nach außen hin. Das Loch, das war schon, bevor ich den Garten bekommen habe. Ja, und das ist der Fühler von dem Frostwächter. Der befindet sich jetzt hier außen, weil ich ja natürlich die Außentemperatur wissen möchte. Und ab 0 Grad schaltet dann der Frostwächter den Strom an, beziehungsweise gibt dann ein Go. Und ja, die Heizung läuft dann in dem Überwinterungszelt. Ich muss das irgendwie hier nochmal ein bisschen besser anbringen. Vorteil ist halt hier an der Seite, dass wir tagsüber eigentlich komplett Schatten haben. Dementsprechend kann die Sonne den Fühler nicht beeinflussen. Wenn wir also vielleicht minus 10 Grad haben sollten, aber die Sonne würde hier jetzt auf den Fühler drauf knallen, dann kann es sein, dass das Thermometer irgendwie plus 2 Grad anzeigt und ja, die Gewächshausheizung nicht laufen würde. Das wäre halt nicht so schön. Deswegen halt sucht euch, wenn ihr so einen Frostwächter benutzt, eine schattige Seite aus, damit dann die Temperaturen korrekt angezeigt werden und damit die Heizung dann auch super läuft. Und wie gesagt, ihr müsst nicht eure Kübelpflanzen da drin überwintern. Ihr könnt auch ausgepflanzte Pflanzen, wie jetzt hier links neben mir die japanische Faserbanane oder hier rechts hinter mir die Hanfpalme überwintern oder ganz andere Pflanzen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir nächstes Jahr einen Olivenbaum hole, dass ich dann das Zelt darüber stülpe oder vielleicht einen Orangenbaum oder einen Zitrusbaum. Den könnte ich dann dauerhaft im Boden ausgepflanzt lassen, Zelt drüber, Heizung an und fertig ist die ganze Sache. Wenn euer Garten aber gar nicht so groß ist, beziehungsweise die Pflanzen, die ihr überwintern möchtet, gar nicht so hoch werden, könnt ihr natürlich auch im Online-Shop von Biogreen viel kleinere und schmalere Modelle kaufen. Ich zeige euch mal welche. Zack. Das zum Beispiel hier. Das finde ich auch klasse.
Das auch. Aber wisst ihr was? Schaut doch mal selber rein. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde in den nächsten Tagen auf jeden Fall immer mal wieder die Kamera mitnehmen. Ihr findet mit Sicherheit auch ein paar Updates in meiner Insta-Story. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich selbstverständlich auch wieder freuen. Und bis demnächst, Leute. Ciao.